Stadion, spiel die Musik ab. Ja. Ich bin nicht selber auf Hitler. Das war doch nicht noch eins. Ja. Dann haben wir Bild. Ja. Die stehen alle wieder ein. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry. Dad möchte, dass wir da weitermachen, wo er aufgehört hat. Menschen retten, das Böse ja, unser Familienauftrag. Ihr seid jeder unschuldige Monster? Genau, die Horrorgeschichten des Sabbat, Dämonen, Hexen, Geister, die sind alle in Hobbys, Infusion, Kreuzungen werden Pakte mit Dämonen geschlossen. Ich gebe dir ein Jahr, wenn wir sie überleben. Und in einem Jahr stellen sie hier. Weltmann wird die Schulden eintragen und helfen. Unsere Menschen wird nicht so. Ist eure Zeit, ist dies abgelaufen, kommen sie und wollen einen sehen. Hier ist Nico. Ja, wir sind hier die ganze Jahr der Schule. Ja, Mann, ja, Mann, wir sind den Abbau. Da habe ich fest an die Mutter gemacht und auf der Höhe. Ich meine, was bist du? Ich bin Kastell, ein Engel des Herrn. Danke, Mann. Wir sind Freunde. Ich komme immer von dir zu. Wir starten Crow, Kreuzungsdienst. Und wie? Bin ich der Herr? Ich bin in diesem Köln auf die Sprung und Münze, habe ich eigentlich gern, aber wo das unerklärlichen Rücken wieder zurück ist, ja, so anders, so eiskalt. Deine Seele geht Willkommen zu unserer Sondersendung, liebe Fans. Ihr habt die Gerüchte womöglich auch schon gehört. Von dem Mord im verschlossenen Zimmer. Alle Fenster und Türen verschlossen. Die Polizei ist ratlos. Wir aber nicht. Wir, die Ghostfacers, wissen, was sich zugetragen hat. Ein Geist. Wir werden diesen Geist finden und ihr könnt live dabei sein. Wir, die Ghostfacers,
Die berühmten Geisterjäger fürchten nämlich keine Geister. Der Wahnsinn! Das Video ist der Hammer! Das bringt uns sicher eine Menge Likes ein. Aber dass ich dem Ganzen jetzt alleine auf den Grund gehen muss, nur weil Ed sich blöderweise in den Fuß geschossen hat. Nein, Harry. Du musst einfach die Ruhe bewahren und dich fragen, WWBT, was würde Buffy tun? Ich schaff das schon alleine. Go, Harry. Klemm die Besen zwischen die Beine und los. Ich wollte schon immer Castiel unter meinem Tisch haben. Okay, alles klar, danke trotzdem, Bobby. Und falls du noch was rauskriegst, dann melde dich. Bis dann. Also weiß Bobby auch nicht, was das Zeichen bedeutet, das wir vielleicht gefunden haben? Nope, er hat es auch noch nirgendwo gesehen. Übrigens habe ich mir mal Gedanken gemacht. Vielleicht sollten wir in der Nachbarschaft nochmal rumfragen, ob jemand doch irgendwas gesehen hat. Wirklich? Dann müssen wir uns wieder das Trauergesülze von den Leuten anhören. Und am Ende weiß doch eh wieder niemand irgendetwas. Ja, wirklich. Denn auch das gehört zu unserem Job. Also, zieh dir deinen Anzug an und ich zeig dir heute die Lektion, wie häufig ich Trauer vor, obwohl mir alle anderen scheißegal ist. Toll. Moment, ich habe eine bessere Idee. Hey, Cass! Cass? Cass! Dean! Was? Meine Wehen! Cass, würdest du bitte dein Gefieder in den Arsch hier runter bewegen? Hallo, Dean. War ja klar. Kennst du dieses Zeichen vielleicht? Das ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Spuck schon aus. Warum soll ich jetzt spucken, Dean? Du solltest mal raten, dass es keinen Sinn ergibt. Aber es hat nichts mit Spucken zu tun. Verdammt nochmal, Cass, sag einfach, was du meinst. Das Grundsymbol ist das Vinokische Zeichen für Seele, aber die Linien darum ergeben keinen Sinn. Großartig. Haben wir nicht mit Sam Seele schon genug zu tun? Er ist schon weg. Dank der Engel! Halt. Elegant. So, ohne jetzt.
Mein König? Mein König. Was ist denn? Also wie wir soeben erfahren haben. Ja, wieder ein Highscore geknackt. Niemand kann es mit dem Fürsten der Finsternis auf sich nehmen. Ihr seid ja immer noch da. Ja, also, wie wir vorhin berichten wollten, wurde ein Kreuzungsdämon tot aufgefunden. Das heißt, er wäre regelrecht zerfleischt worden. Zerfleischt, sagst du? Das klingt aber nicht nach einem Jäger. Nein, das haben wir uns auch gedacht. Und wie wir soeben erfahren haben, sind auch die Winchester am Tatort eingetroffen. Die Winchester, sagst du? Dann soll ich mir das persönlich anschauen. Hier, halt mal. Und wenn ich wieder da bin, ist ein frisch gemixter Cosmopolitan. Und vergiss das Schirmchen nicht, sonst lasse ich dich vierteilen. Das Schirmchen ist richtig. Weißt du, wie man einen Cosmopolitan mixt? Keine Ahnung, aber wir sollten schnell jemanden finden, der weiß, wie das geht. Oh ja. Eine Leiche. Man sieht sie nicht. Also alles, was so rechts auf der Hälfte ist, kein Hitze. Ja, man sieht sie. Heiser, komm! Woo! Hast du die gefälschten Ausweise? Natürlich. Nettina. Agent Eccles, Agent Panalecki. Das FBI? Das ging aber schnell. Ja, wir waren sowieso in der Nähe und dachten, wir das mal ansehen. Also, was haben Sie? Leider nicht viel. Das Opfer ist schätzungsweise 30, weiblich, hat aber keine Papiere bei sich. Sie wurde schlimm zugerichtet. Wir gehen von einem Tierangriff aus, aber auch das können wir noch nicht genau sagen. Ja, Sie haben sehr viel herausgefunden. Ja. Sie müssen meinen Kollegen entschuldigen, er ist heute wohl mit dem falschen Bein aufgestanden. Also, danke für Ihre Arbeit und ja. Guter Mann. Ich kann das Zeichen nirgendwo auf der Leiche finden und sie ist auch ganz anders zugerichtet. Also, hat es nichts mit dem anderen Fall zu tun? Aber, siehst du das? Herr Schwefel,
aber die Wunden kommen mir irgendwie bekannt vor. Hallo, Jungs. Crowley, also hast du deine Finger hier im Spiel? Ich freue mich auch, euch zu sehen. Aber falsch kombiniert, Samantha. Das sieht aber übel aus. Jetzt tu doch nicht so. Das zeigt doch ganz eindeutig deine Handschrift. Das sind Wunden von einem Höllenhund. Wieso sollte ich meine eigenen Leute mit einem Höllenhund angreifen? Habe ich denn hier mit Dumm und Dümmer zu tun? Schaut doch mal, wo wir uns hier befinden. Kreuzungsdämon. Ding, ding, ding. 100 Punkte für die leere Körperhalle. Also, wir sehen uns. Verdammter Mistkerl. Das ist nicht Käse, hört nicht auf dich. Ja, witzig, Sam. Sie hat auch ein Rian-Granatring. Da dreist sich doch tatsächlich jemand, Dämonen mit einem Höllenhund anzugreifen. Aber das lasse ich mir nicht bieten. Juliet, komm, den schnappen wir uns. Juliet, mein Fuß! Juliet? Wer hat meine Juliette entführt? Crowley. Was willst du denn hier? Ich muss wissen, ob du für die Seelenaustreibung verantwortlich bist. Seelenaustreibung? Ich weiß nicht, wovon du redest. Außerdem habe ich hier Wichtigeres zu tun. Ich warne dich. Oh, Kässchenlein. Ich stehe auf deine dominante Seite. Wenn du so weitermachst, dann werde ich noch ganz rot. Aber von irgendwelchen Seelenaustreibungen weiß ich wirklich nichts. Außerdem haben wir doch einen Deal schon vergessen. Obwohl das durchaus etwas ist, was zu mir passen könnte. Besonders auf Deans Seele, da war ich schon immer drauf scharf. Ich werde nicht zulassen, dass du Samuel Dean etwas antust. Bevor das passiert, vernichte ich dich wirklich. Schon gut, Tiger. Ihr scheint doch mehr vorzugehen, als ich gedacht habe. Also, Telly, du hast dich auf unser Video gemeldet, weil du bei den Ghostfacers mitmachen möchtest. Ja, also ich fand Geistergeschichten schon immer spannend und die Ghostfacers sind so cool. Es wäre der Wahnsinn, wenn ich bei euch mitmachen könnte. Natürlich muss das noch mit den anderen abgesprochen werden, aber das klappt bestimmt. Das wäre so toll. Aber sag mal eigentlich, was ist das eigentlich hier so alles? Das ist meine Geisterausrüstung. Die habe ich, Harry von den Ghostfacers, ganz alleine gebaut und Ed hat mir nicht dabei geholfen. Das war alles meine Idee. Geisterausrüstung? Ja, damit kann ich sehen, ob ein Geist hier gewesen ist. Ich zeig's dir. Warum geht das denn nicht? Ich muss mal kurz telefonieren. Okay. Harry? Ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt. Ed, alles klar bei dir? Ich verstehe dich so schlecht. Ja, so gut es einem eben geht, weil einem in den Fuß geschossen wurde. Ich habe mich doch schon dafür entschuldigt, Mann. Es war ein Versehen. Ein Versehen, ja? Weil du mal wieder einen auf cool machen wolltest, ja? Muss ich jetzt durch die Gegend humpeln, ja? Ich habe extra so einen Gymnastikball geholt, damit ich meinen Fuß so schön hochlegen kann. Der ist gerade wegen mir weggerutscht. Ich hab mich auf die Fresse gedrückt.
Was soll das heißen, einen auf cool machen? Ich war verdammt cool. Wie ich die Waffe gehalten habe, den Blick fest aufs Ziel gerichtet, die Waffe fest im Griff. Alter, ich sehe aus wie die coolen Gangster aus den Musikvideos. Ja, genau, fast wie bei 8 Mile. Da ging's in die Hose. Ich konnte doch nicht wissen, dass die Waffe nicht gesichert war. Ist doch auch egal, das haben wir jetzt oft genug durchgekaut. Wir haben beide nicht aufgepasst. Weshalb ich eigentlich anrufe, also weißt du, irgendwie bekomme ich unsere Supermaschine nicht ans Laufen. Ich habe schon alles probiert, aber sie geht nicht an. Hast du den Knopf von off angestellt? Hast du den Knopf von off an? Bla bla. Ich bin doch nicht blöd, natürlich. Naja, ich bin mir ziemlich sicher, ich hab's gemacht, aber ich guck zur Sicherheit nochmal nach. Also es war definitiv nicht der On-Knopf, aber ich habe das Ding jetzt trotzdem zum Laufen gebracht. Also danke für nichts. Es war also der Einschaltknopf, ja? Ed! Hey, versau den Job nicht, ja? Das könnte unser großer Durchbruch sein, ja? Gib dir bitte, bitte ein bisschen mehr Mühe. Das ist mir bewusst. Und wenn du wüsstest, wie gut es vorangeht, würdest du aus den Schuhen fallen vor Begeisterung. Echt? Schuh? Weißt du, ich trage nur einen Schuh. Weißt du warum? Weißt du? Ja? Weißt du warum? Tut er so, als wäre es alles meine Schuld gewesen. Dabei hätte er der Kugel auch einfach ausweichen können. Wow! Ist das ein Geist? Ich bin kein Geist, ich bin ein Engel des Herrn. Du! Verschwinde! Ein Engel? Also ist das nicht der mordende Geist, den wir suchen? Harry Spangler aus dem Winchester-Evangelium. Ich werde dich mitnehmen. Vielleicht bist du nützlich. Regst du dich so auf? Lass es lieber zum Fall zurückkehren. Welcher Fall denn? Wir haben gar nichts. Engel, Dämonen, alle haben ihre Finger im Spiel. Und wir sind bei Punkt Null. Und jetzt hast du auch noch das letzte Bier genommen. Ist doch nur ein Bier. Mal wieder runter. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir das Ganze beschleunigen könnten. Was hältst du davon, wenn wir einen Köder nehmen und... Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du hast mich ja nicht mal ausreden lassen. Das muss ich auch gar nicht, um zu wissen, was du vorhast. Wir werden keine unschuldigen Menschenopfer. Ein Köder ist nicht gleich ein Opfer. Und wir passen schon auf, dass nichts passiert. Ja, du meinst so wie damals, als du mich als Köder benutzt hast, um dieses Vampirnest zu finden? Falls du es vergessen hast. Deinetwegen wäre ich selber fast zum Vampir geworden, weil es dir wichtiger war, das Nest zu finden, anstatt mir, deinem eigenen Bruder, zu helfen. Kommt das schon wieder? Wie oft muss ich mich denn noch dafür entschuldigen? Außerdem darfst du nicht vergessen, dass wir es geschafft haben. Wir haben deine Verwandlung gestoppt und das ganze Nest ausgelöscht. Also, Ziel erreicht. Ah, genau, es tut dir leid. Ich weiß ganz genau, dass du das nicht ernst meinst. Und aus diesem Grund werden wir auch keine unschuldigen Menschen als Köder benutzen. Weil du sowieso nur das Monster finden und es töten willst. Und wenn dabei Unschuldige sterben, ist dir das vollkommen egal. Ich weiß, dass du keine Skrupel mehr hast, seitdem deine Seele weg ist. Aber es reicht mir. Ich will meinen Bruder zurück. Und jetzt kommt sie.
Cass, warum hast du die beiden mitgebracht? Ich habe sie am Tatort gefunden. Entführt hat er uns! Ich war kurz davor, den Fall zu lösen! Ja klar, du einen Fall lösen! Hast du eigentlich deinen blöden Partner gelassen? Ed und ich haben unsere neuen Waffen ausprobiert. Und da hat Ed, blöd wie er ist, sich selbst in den Fuß geschossen. Ja, ich bitte. Und wer ist das da? Und das, meine lieben Freunde, ist Kenneth. Sie möchte Mitglied bei den berüchtigten Ghostfacers werden. Selbstschuld. Kenneth, hast du im Gegensatz zu den beiden was rausgefunden? Ich habe Nachforschungen angestellt, während ich weg war. Und was hast du herausgefunden? Es ist ein sehr altes, verbotenes Zeichen. Es dient der Seelenaustreibung. Das ist wie eine Dämonenaustreibung, nur mit der menschlichen Seele. Doch der Mensch stirbt dabei. Warum sollte jemand Seelen klauen? Seelen sind mächtige Werkzeuge, eine riesige Kraftquelle. Wir müssen unbedingt herausfinden, wofür sie benutzt werden. Harry, wovon reden die? Ich dachte, wir suchen einen Geist. Tun wir auch. Also ich finde... Ja, wir sollten uns am besten nochmal die beiden Tatorte ansehen. Hier wurde die Leiche gefunden und hier der Dämon. Also könnten die zwei Fälle doch irgendwie zusammenhängen. Kann sehr gut sein. Sam, du gehst zum ersten Tatort zurück und Cass, wir schauen uns die Kreuzung nochmal an. Harry, ich denke, du solltest mit ihnen gehen. Die können ganz bestimmt deine Hilfe gebrauchen. Ich warte hier und mach dir was zu essen. Du hast vollkommen recht. Sie brauchen mich. Kreuzungsdämonen habe ich erledigt. Es war ein Kinderspiel. Aber diese Jäger, die sind lästig. Ich dachte, ich hätte es nur mit diesen Amateuren zu tun, die auf den Fall aufmerksam geworden sind. Aber jetzt ist die Sache komplizierter geworden. Glaubst du wirklich, du könntest mich bestehlen, ohne dass ich es erfahre? Oh, der Fürst der Hölle. Welch Ehre. Ihr sagtet, euch wurde etwas entwendet? Dein Spott wird dir gleich im Hals stecken bleiben. Weißt du denn nicht, dass die Bindung zwischen einem Mann und seinem Haustier eine ganz besondere ist? Niemand stellt sich zwischen mich und Juliette. Natürlich ist das Leben eures geliebten Schoßhündchens wichtiger als das Leben tausender Menschen. Das ist richtig. Menschen sind mir ziemlich egal. Staubkörner im Gefüge der Zeit. Und nichts weiteres bist du, den Dreck unter meinen Schuhsohlen nicht würdig. Es ist an der Zeit, dass dieser Tyrannei ein Ende gesetzt wird. Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet dein geliebtes Hündchen nur noch auf mich hört. Jetzt. Das war ein Riesenfehler. Niemand legt sich ungestraft mit dem Fürsten der Hölle an. Es wird mir eine Freude sein, dich auszuweiden. Nicht einmal der Fürst der Hölle wird mich aufhalten können. Aber der Saft geht mir schneller aus als gedacht. Ich werde dringend eine neue Seele brauchen. Aber eins nach dem anderen, Tennant. Zuerst werde ich mich um diese Amateure, um diese Jäger kümmern. Und dann werde ich die Dämonen zerstören. Don't like your little games. Don't like your...
Robot, hey, das ist wirklich so scheiße. Nee, hier schlägt das EMF-Gerät nicht aus. Hier ist was. Nee, doch nicht. Ein Kabel liegt. Harry, was machst du da? Das EMF-Gerät schlägt nur bei Geistern aus und wir suchen keinen Geist. Und woher weißt du, dass es kein Geist ist? Geister sehen sich nach Rache. Und was sollte überhaupt ein Geist mit einer Seele anfangen? Was sollte ein Geist mit einer Seele anfangen? Wow, was war das? Das muss ein Geist gewesen sein. Schnell, wir müssen einen Salzkreis ziehen. Hör auf damit. Nein, in einem Kreis aus Salz können die Geister gar nichts. Weißt du nicht einmal das? Nein, wir werden alle sterben. Wie oft soll ich dir noch sagen, es ist kein Geist. Und was soll es sonst sein? Ich gehe eher davon aus, dass es eine Hexe ist. Eine Hexe? So was gibt es? Und was können die so? Eine Hexe ist ein Mensch, die sich Magie aneignen kann. Mit der Magie kann sie Leute verfluchen, sogar umbringen. Was? Und wie hält man die auf? Umbringen. Umbringen? Umbringen. Aber hast du nicht gesagt, dass Hexen Menschen sind? Ja, das sind Menschen, aber sie gehören halt zu den Monstern, die wir aufhalten müssen. Alter! Das ist mir zu krass. Ich töte keine Menschen. Das ist nicht richtig. Was ist daran nicht richtig? Hexen sind Monster, die aufgehalten werden müssen, die wir töten. Das ist doch unser Familienjob. Oder etwa nicht? Woo!